Spinne. Spinne, Spinne. Spinne? Das ist aber wieder ganz schön groß hier. Die ist ganz schön nah. Hier ist zum Glück nichts. Wir dürften hier echt auch wieder gleich in der Gegend von dem Graben sein. Wo ist sie denn? Kreischt mir hier direkt ins Ohr? Weil Spinnen aus wie kreischen? Ach, Mensch. Ich muss dir sagen, ich hätte schon gern einen Skelett-Spawner. Weil Knochen und sowas... Ja gut, ja, eigentlich, wenn man in der Nacht ein bisschen in der Gegend unterwegs ist, findet man eigentlich schon genug Skelette und Knochen. Ich meine, kann man dann hier schön nutzen, um, halt, um sich immer schön das Gras anzupflanzen und den ganzen Krempel. Ich meine, das kann man ja auch nicht Ewigkeiten machen. Braucht man auch gar nicht so viel. Hier schon wieder zu. Die Kohle kommt nochmal mit. Der kommt auch mit, weil es nicht aussieht. Wenn er nicht mitkommt. Ach, ist schon wieder so viel. Ach, Leute. Das war auch schon mal anders früher, aber das wisst ihr ja. Na, früher war alles anders. Da wurde man noch nicht mit Kohle hier vollgeworfen. So. Hier ist auch noch was. Ach, die lasse ich erstmal liegen. Wo war das denn? Wo war denn hier der andere Gang? Ach, da. Hallo. Na? Ich möchte Ihnen eine neue Frisur machen. Ach, da ist die Spinne. Ah, einfach mal nach der Rambo-Methode hier durch. Oder vielmehr nach der Rambo-Methode. Ja, hier, das sieht doch gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gut aus. War da nicht oben nicht auch noch ein Gang? Creeper. Creeper. Gucken Sie mal. Guten Tag. Oh. Der will gar nicht explodieren, glaube ich. Na gut, doch. Ham. Ich gucke erstmal noch, ob da oben nicht noch ein Gang war. Noch ein anderer. Hatte ich so den Eindruck. Hat sich in meinem siebigen Gehirn so angesiedelt. Wobei, hier waren wir ja jetzt schon indirekt. Oder waren wir hier? Doch, ach komm. Dann sind wir hier eigentlich auf dem richtigen Weg. Aber will ich jetzt hier runter? Ich habe genug zu essen dabei. Ich habe... Hier ist nur ein Gang. Das heißt, ach okay. Na, es hat sich alles erledigt. Schön, wunderbar. Wir sind zwar immer noch nicht im Graben drin, aber wir haben hier Eisen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Wollte ich ja sowieso holen. Können wir das hier direkt miteinander verbinden. Wunderbar. Wunderbar ist das. Kohle. Nur das mit dem Redstone, das müssen wir nochmal schauen. Ich möchte mir gerne einen Kompass bauen, bevor ich hier auf Erkundungstürchen gehe. Ne, weil ich habe, glaube ich... Ich behaupte mal, ich habe Talent, mich zu verlaufen. Deswegen könnten auch größere Höhlenerkundungstouren... Hier links muss eine Höhle sein. Könnten durchaus schwierig werden. Ja, das heißt, kann sein, dass ich mich da gerne mal verlaufen werde. Ja, doch, in die Richtung muss eine Höhle sein. Ah, diese Geräusche hier. Und wie viel Kohle das hier wieder mal ist. Alter, die Höhlengeräusche gefallen mir gerade gar nicht. Klingt immer, als ob hier irgendeine U-Bahn wäre, die hier einmal im Sekundentakt vorbeirauscht. Da würde ich mich schon wundern, wo die denn herkäme. Ich meine, U-Bahn können wir uns später auch noch bauen. Und sei es nur dafür, dass man schnell oben auf den Berg raufkommt, damit man nicht ewig viele Stufen immer laufen muss. So, einmal Höhlengeräusch noch bitte. Ja, Höhlengeräusch. Höhlengeräusch. Ich glaube, das kommt tatsächlich von hier vorne. Ich grabe mich da mal eben fix durch. Einfach mal gucken. Was soll schon passieren, außer dass wir sterben? Höhlengeräusch von hier.
Wahrscheinlich sind wir da genau entweder drüber oder drunter. Aber ist die Frage, bringen denn die Höhlengeräusche oder kommen die nur dann? Höhlengeräusch? Wenn die Höhle unausgeleuchtet ist? Es kommt von hier vorne. Oder es kommt tatsächlich von der anderen Seite und ich mache hier gerade Quatsch. Das wird schon wieder leiser. Soll ich mich hier noch weiter durchgraben? Ich glaube ja eigentlich nicht. Hier ist auch nichts. Wie sieht's denn hier aus? Ach komm, obwohl... Habe ich Spitzhacken? Ich habe noch eine dabei. Komm, Höhlengeräusch. Läusch noch einmal für mich. Hallo? Wobei, ich weiß gar nicht, ob das Höhlengeräusch war oder ob das einfach nur vom Matmos-Mod kommt. Es klingt ja schon sehr böse gerade. Ich bin einfach mal gespannt. Ich meine, das Ding hat ja eine Richtung, von daher weiß ich nicht, ob es von dem Mod kommen kann. Das Geräusch. Das heißt, eigentlich müsste ja ein Höhlengeräusch immer aus der Richtung kommen, wo denn die Höhle ist. Glaube ich, behaupte ich. Ach, was? Oh, meine Güte. Ich glaube, ich mache gerade ganz gemeinen Unsinn hier. Weil ich grabe mich jetzt einfach runter. Und wahrscheinlich... Ja gut, ich kann nur dem Weg folgen. Daher ist ein Verlauf ein bisschen schwierig. Ich gehe einfach wieder raus. Da habe ich jetzt gar nicht mal keinen Bock zu. Hier war auch nichts, ne? Das war... Ach, okay. Boah, ist das laut! Aua! So. Das war böse gerade. Wo will ich denn gerne hin? Hier ist ja alles Schuh. Hier ist ja sonst gar nichts mehr gewesen hier unten. Oh, ich muss unbedingt was essen. Fällt mir gerade mal auf. Weil sich die Lebensanzeige gar nicht auffüllt. So, erstmal hier schön viel Brot reinhauen. Viel Laibe, Brot, ganz. Das ist ja nichts. Das haue ich jeden Morgen zum Frühstück rein. Überall noch 5 Eier drauf und dann passt das. Voll gesund. Ach, schön. Ah, das ist noch mehr Eisen. Das ist sehr gut. Dann hat sich unser Ausflug wenigstens gelohnt. Ich haue hier einfach mal die ganzen Rohstoffe raus. Ach, guck mal an. Ist das schön. Ja, und noch ein bisschen davon. Hier ist hoffentlich... Ja, es muss erstmal gewesen sein. Mache ich direkt mal zu, um mich nicht auf die Fresse zu legen später. Wahrscheinlich ist hier drunter auch noch was. Will ich eigentlich gar nicht. Ich brauche gar nicht so viel Kies hier gerade. Nee, das lasse ich einfach mal da. Die Kohle ist ein Block. Das ist okay. War hier noch irgendwo was? Na. So. Bringt zwar nicht so viel, aber ist egal. Sind wir mal auf der sicheren Seite. Aber da oben ist noch Eisen. Ich meine, ist ja schon mal so ein ganz nettes Räumelchen hier. Das kann auch noch weg, wenn wir hier raufkommen. So. Das ist auch noch Kohle. Genau, da habe ich ja gesagt, ich lasse die liegen. Ich bin mir auch gerade recht einig, dass ich das machen werde. Aber hier ist so viel Eisen. Das Eisen ist mir gerade mal wichtiger, weil ich daraus neue Werkzeuge machen kann. Damit wir hier noch für die Zukunft gerüstet sind. Weil die Zukunft liegt noch vor uns. Noch ist unsere Zeit nicht abgelaufen. Aber das Schaf hat sich verlaufen. Wie kommt es hier rein? Schaf? Ich hol dich hier raus. Ich habe kein Getreide mit. Verdammt. Ich muss meine Schafrettungsskills hier nochmal üben. Wie soll ich das ohne Getreide machen?
Da hinten. Ach, guck mal, wir sind hier doch nicht durch. Da ist noch Eisen. Ja, erstmal leuchte ich das hier aus, damit ich das Eis nicht gleich verliere. Ja, doch, kann man machen. Zack, natürlich ist da noch, oh, über noch ganz viel Eisen. Das war nur der kleine, der, die Spitze des Eisberges oder des Eisenberges gerade hier. Ah, doch, kann so bleiben. Oder? Jetzt nicht mehr. Kohle haben wir schon 64er genau voll. Ach komm. Ich hoffe, da kommt gerade nichts. So, immer dieses Abbauen von den Sachen ist ja schlimm. Ich meine, die fliegen einem ja auch nicht einfach so zu. So ist ja nicht. So, hier. Ach ja, schön. Kohle haben wir jetzt. Jetzt, ah, das waren schon wieder 17 Stück einfach so auf dem Punkt. Und hier geht's runter. Ob wir hier Redstone finden können? Nee, finden wir nicht. Ich weiß gar nicht, ab welcher Ebene das denn kommen wird. Ich glaube, ab da, wo auch Lava ist. Aber ich will jetzt hier auch nicht auf die Koordinaten schauen. Was war das für ein Geräusch? Hä? War das hier einfach nur von dem Kies oder was? Dieses Kling, dieses helle Geräusch. Ach, Menschenskinders. Da will man mal eben schnell einen Block Kohle raushauen. Und dann ist hier so wieder so ein riesiges Ding. Egal, wir müssen uns eh noch genug einschmelzen an verschiedenen Sachen. Ich möchte auch noch irgendwann, wahrscheinlich wenn wir auf Erkundungstour gehen, dann möchte ich, ah, hier ist noch Eisen, dabei direkt eine ganze Runde Sand mitnehmen, damit ich mir daraus Glas machen kann. Weil ich habe mir etwas für den Graben überlegt, oder für die Gräben, die da unten denn in der Gegend stehen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das verraten soll. Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte ich das gerade schon getan. Hier unten ist alles ausgeleuchtet, das ist gut. Ist aber noch dunkel hier. Jetzt nicht mehr. Ja, das hat es jetzt gebracht. Ist doch nicht dunkel gewesen. Wo komme ich jetzt raus? Hier nicht. Ich höre ein Skelett. Ganz leise. Kann man wahrscheinlich gerade nicht hören, weil ich da... Weil da gerade Musik läuft oder was weiß ich was. Das Schaf, das arme Schaf. Kann doch nicht hier bleiben. Hier ist noch Eisen. Kohle. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, dann hau ich das auch noch eben raus. Na, soll ja auch hier ein bisschen sich lohnen. Vorräte sind nicht verkehrt. Das heißt, da können wir dann später drauf verzichten. Aber dass wir nicht, wenn wir denn irgendwas brauchen, dass wir dann erst unterwegs gehen müssten. Na, ist dahinter noch mehr? Nein. Wahnsinn. Die Höhle hier, die möchte ich mir aber nochmal kennzeichnen. Es regnet. Dass hier überhaupt ein Eingang ist, das sieht man von außen ja so schlecht. Deswegen haben wir den auch jetzt erst entdeckt. Hier machen wir ein bisschen den Weg frei. Und es ist hier aber gewittermächtig am Gange. Ach nö, das gefällt mir ja gerade gar nicht. Hier, wow, Riesenkennzeichnung. Zack, reicht. Wir sind hier ja direkt in der Nähe. Man kann ja auf der anderen Seite hier dann... Auch, ja, nö. Ah, doch. Wind pfeift hier durch die Gegend. Ach, hallo Schaf. Ja, ihr grast hier ein bisschen rum, das finde ich gut. Das kommt weg. Wieder ein bisschen Terraforming betreiben. Der kommt auch weg, der eine da. Das hier, das... Boah. Kommt auch weg. Dann sieht das ein bisschen besser aus. So im, dann erscheint der Berg noch größer, wenn man hier die so direkt vorstehen kann, ohne dass was im Weg steht. Ah, wie sieht das aus hier? So viel Regen da hinten. Das sieht eigentlich ganz schön aus, da so mit den Wolken. Sieht sehr realistisch gerade mal aus. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, ob das jetzt nur durch irgendwelche Mods kommt. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe da ja kaum was drauf. Ich glaube fast, ich werde mich da oben nochmal eben drauf bewegen und diesen Überstand weghauen. Weil das sieht nicht aus. Genau,
aus. Wenig wie das. Na, so. Ach, da ist wieder ein Schwein auf dem Baum. Oder ist es immer noch da? Weiß ich nicht. Und vermutlich, wenn ich oben auf dem Berg bin, ja, ich gucke jetzt mal eben hier rein. Hier muss nochmal ein richtiger Aufgang hoch. Nicht, dass man hier mal lang hüpfen muss. Ah, der Regen hat aufgehört. Was? Hier im Graben ist auch noch ordentlich Kohle drin, wie man sieht. Und da hat wieder ein Enderman was hingeballert. Finde ich ja nicht gut. Das muss weg. Zack, das hat sich jetzt gelohnt. Ich könnte hier rüberspringen, aber das mache ich nicht. Die Gräben sind hier einmal dahin, einmal dahin. Wie gesagt, ich habe mir da was überlegt, aber das verrate ich nicht. Ha, ganz gemein. Scharf. Na, dann könnte man von hier, von der Höhe, direkt da, hier an der Seite entlang, einen Weg darüber bauen. Bis es hier ungefähr auf der Höhe ist. Ach, hier regnet das jetzt wieder? Na gut. Wenn es denn meint, das Wetter. Ist ja seine Entscheidung. Zack, alles raus. Aber ganz schön windig, pfeift hier durch die Gegend. Ich hoffe, dass unsere Rüstung und hier das Ganze von uns abhält. Vielleicht ist sie ja wasserabweisend. Ist die Rüstung aus Teflon?